Du hast dich schon immer mal gefragt, wie das hier funktioniert? Dann pass jetzt gut auf. Wir starten einmal, indem wir in unserem Beispiel die App TravelBoost runterladen. Dann geht ihr einmal rein. Unter Start packt ihr eure Startlocation rein und bei Ziel die Destination, wo es denn hingehen soll. Dann könnt ihr die Route einmal komplett sehen, weil Start und Endpunkt einmal fixiert wurden und könnt jetzt wirklich auch noch anfangen, peu à peu die Route lang zu gehen, so wie wir das bei uns in unserem Beispiel hier gemacht haben und könnt nach und nach die ganze Route festlegen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt auch noch auswählen, welches Transportmittel ihr gerne hättet. Bei den Transportmitteln habt ihr die Auswahl zwischen einem Flugzeug, Auto, Bus und könnt somit eure Community mitnehmen, mit welchem Transportmittel ihr denn in den Urlaub gefahren seid. Wir entscheiden uns hier jetzt ganz klassisch für das rote Auto und dem roten Faden, den wir gerne hätten für den Streckenverlauf. Dann, wenn wir alles ausgewählt haben, klicken wir einfach nur noch auf Play und speichern unser Video. Bevor das Video gespeichert wird, kannst du einmal auswählen, ob du eine lange oder eine kurze Version dieses ganzen Videos haben möchtest. Beispielsweise möchtest du damit nur die ersten 3 Sekunden deines Videos füllen, dann wählst du eine Sequenz aus, in der in den ersten 3 Sekunden direkt deine Zieldestination erreicht wird. Und jetzt ganz viel Spaß mit eurem Travel-Blog.